Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angezockt. Ja, diese Reihe ist, wenn ich euch ein neues Spiel vorstelle, und dieses Spiel besonders liegt mir sehr am Herzen, weil Overwatch hat mir auf der Gamescom unglaublich gut gefallen und dementsprechend will ich euch das Ganze hier etwas näher bringen. Overwatch ist was? Ja, ganz einfach, es ist ein Shooter, der hier in diesem Look, so wie man es hier schon sieht, daherkommt und an sich sehr so ein bisschen, wenn man es sich vorstellen will, wie Team Fortress, nur einfach, ja, die Charaktere sind phänomenal, das werdet ihr aber jetzt gleich im Spiel sehen. Hier in dieser Ausgabe will ich Pharah für euch spielen, hat ganz einfach einen Grund, hat einen Raketenwerfer, damit kann ich leichter umgehen. Und ja, ich würde sagen, das war's schon, mehr braucht man hier gar nicht bereden, sondern schaut euch jetzt einfach die Folge angezockt mit Pharah. So, hier also im Ladescreen, beziehungsweise im Screen, wo man sich den Spieler pickt. Hier gibt es praktisch die Angriffs, hier das sind die Unterstützungsleute, dann hier die wirklich die Fetten oder hier die Heiler. Ich persönlich muss sagen, ich fühle mich hier drüben ganz wohl bei den eher offensiven Leuten. Und die Pharah, die habe ich schon auf der Gamescom gespielt. Die hat nämlich Raketenwerfer und ein paar sehr geile Sachen, die gefällt mir äußerst gut. Und dementsprechend werde ich euch auch die jetzt hier mal zeigen. Und wie man sieht, hier praktisch, man kann hier natürlich springen. Oh, man kann springen. Man kann selbstverständlich schießen. Man hat hier so ein... Ja, ich kann hier ein bisschen ein... wie nennt sich denn das überhaupt? Ein Jetpack. Oh, jetzt hat es aber lange gedauert. Ein Jetpack nutzen. Hier in dem Fall muss man zwei Punkte verteidigen. Hier ist A. Da hinten wäre dann B. Und die kommen hier, da wo die rote Linie ist. Das ist deren... Spot, kann man sagen. Und dementsprechend, die kommen hier unten raus. Tomahawk und ich legen uns schon auf die Lauer. So leicht kommt man hier nämlich gar nicht hoch. Da werden wir die gleich mal ordentlich begrüßen. 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern. Unterdrückung. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Und da kann man jetzt hier schon mal ein bisschen wirken auf die. Wir sehen wir, dass die da nur gar nicht damit klarkommen gerade, dass wir deren Heck haben. Jetzt cappen sie auch A. Wir müssen das Ziel verteidigen. In dem Fall sind sie jetzt nicht mehr auf A. Sind hier wieder geschlagen worden. Aber ja, sie machen das hier ganz gut. Aber wir machen es besser. Wenn wir uns jetzt von Schwäche überwältigen lassen. Zurück. Ah, da wurde ich eliminiert von einem, der auf dem Punkt stand. Und das ist hier auch. Die Killcam ist sehr cool gemacht. Da sieht man wirklich auch noch sozusagen den Frag aus Sicht des Gegners. Man kann natürlich immer hier den Gegner wechseln, beziehungsweise den Spieler wechseln, den man mit hat. So, jetzt haben sie leider den Punkt eingenommen, aber zumindest der A-Punkt, der ist immer leicht weg. Aber den gebe ich ihnen nicht so einfach. Da müssen sie dann schon deutlich mehr tun als das. Jetzt hat er mich. So, jetzt ist der Punkt hier umkämpft. Ah, und dann habe ich zwei mitgenommen. Wurde dann direkt aber im Anschluss eliminiert. Und wir sehen, oben nehmen sie gerade B ein. Die Zeit des Wartens ist immer tierisch unangenehm. Ah, mein Team braucht mich. Komm schon, komm schon. Mein Team braucht mich doch. So, in dem Fall. Noch alles gut. Aber es ist nicht leicht hier zu verteidigen. Das ist ganz klar.
Ah, und von hinten. Jetzt habe ich aber eine Spezialfertigkeit mit Q, die zeige ich euch auch gleich. Jeder Charakter hat hier seine eigene Spezialfertigkeit. Aber es ist ein sehr geiles MOBA-Game. Also. Ja, da habe ich es mit klar gemacht. So, das ist jetzt meine Spezialfertigkeit, dass ich sozusagen hier, man sieht es hier ganz gut gleich, hoffe ich, da bin ich. Das macht unglaublich viel Schaden, aber bin halt auch statisch an dem Punkt. So hat jeder so eine ultimative Fertigkeit, die wirklich gut ist, aber auch nicht super OP. So, jetzt kann ich mich wieder hier so ein bisschen erhöht. Unterdrückungsfeuer. Durchschreitet die Iris. So, eine Selbstschussanlage eliminiert. Ah, und da unten, der Raw hat mich da klar gemacht. Die Kanone ist sehr stark. Die macht viel Schaden. Man sieht, der braucht mich nur zweimal treffen und dann bin ich schon Geschichte. Wieder im Einsatz. Auch so hat jeder seine Stärken und dafür halte ich ein bisschen mehr aus als andere Offensive. Das hat zumindest mal dafür gesorgt, dass der sich hier zurückwenden musste. So, da habe ich mich wieder zurückkämpfen können. Ich muss sagen, ich mag in vielen Shootern einen Raketenwerfer, da muss man nicht so genau zielen. Ah, Selbstschussanlage. Hat mich hier. So, den habe ich weggemacht. Boah, ich habe nicht mehr viel AP. Hier ist kein Healthpack leider. Hat der Gegner aber auch nicht geholt. So, ich bin Gott sei Dank wieder voll. So, der ist auch Geschichte. Ah, der ist gut. Nein, ich dachte. Nein, ich dachte, er wäre tot. Ich wäre tot und dann war er doch tot. Und deswegen hatten wir uns dann sozusagen. Ich habe mit meiner Rakete uns beide getötet. Verteidigt den Punkt. Greift koordiniert an. So, jetzt werde ich mir. Wie das Schwert des Damokles. Der habe ich auf jeden Fall mal unglaublich viel HP gekostet. So, der ist weg. Nein. Oh Gott, auch weg. Es läuft ganz gut. Ich kann mich bisher nicht beklagen. Aber auch mit der Killcam sieht man so ein bisschen immer, was kann der Gegner so? Was können die Spieler so? Hier ist ein Panzer. Also das Gegner, das Charakterdesign ist echt lässig gemacht. So, der ist weg. Ah, es ist schnell, aber auch nicht zu schnell. Also für Leute wie mich, die so ein bisschen Probleme mit Reflexen haben, in Anführungszeichen. Oh, da habe ich mich selber ein bisschen doof angestellt. Erinnert mich einfach aufgrund des Raketenwerfers so ein bisschen an Quake. Nein, ich habe mich selber gerichtet. Ärgerlich.
Ja, da sehe ich natürlich die Killcam aus meiner Sicht, weil eliminiert von K. Ja, das war ich da mal selber. Aber bisher schaut's gut aus. 2 Minuten hat der Gegner noch. Und dann ist das ein Sieg für uns. Weil sie eben den Punkt nicht eingenommen haben. Wundervoll.